Das ist doch zum Heulen. Was frisst du? Ich habe überall die Energy. Oder Kabel zu klein? Nee, das mit den Kabeln hat nichts zu tun. Warte mal. Nee, mit den Kabeln hat es nichts zu tun. Wohlgemerkt, die Kabel schaffen 5.120 Elf pro Tick. Aber irgendwo hängt noch der Wurm schon wieder dran. So, aber erstmal gehe ich schlafen. Okay, ich kann auch schlafen. Jo, mach das. Unten steht ein Zombie bei der Tür. Besser. Was denn? Bist du drin? Ja, nein, ich kann nicht, weil ein Monster in der Nähe ist. Ernsthaft jetzt? Warte, ich löhne ich den mal eben. Herr Zombie, ja. Bitte. Zombie? Herr Zombie, bitte an die Kasse 11. Herr Zombie, bitte. Boah. Ah! Ich kann nicht schlafen. Ja, dann sind sie unter uns. Ja, dann sind sie unter uns. So ein Ohrschluch. Dann sind sie unter uns. So, danke. So, da gucke ich mir den ganzen Spaß jetzt nochmal an. Energy sind 8 drinne. Hier sind Energy Upgrades. 8 drin. Ich weiß, das bin ich overpowered, aber ist egal. Hier sind Energy Upgrades 5 drin. Hier sind wie viel drin? 8. Ja, aber du produzierst doch deutlich mehr, wie überhaupt rausgehen kann. Theoretisch ja. Also die ganzen Maschinen, die arbeiten bloß in Joules und in Kilojoules oder so. Ja, das ist ja gerade der Witz. Und vor allem kannst du so viel gar nicht rausnehmen. Na, warte mal, ich glaube, ich habe die Idee, woran es liegt. Erstmal in der Fliegemaus machen. Lag incoming. Und zwar... Ich merke es gerade. Ich hab dich vorgewarnt. Jetzt so. Nee, es liegt nie an der Quarry. Nee, die verbraucht ja keinen Strom. Es liegt echt an die Maschine dort unten. Aha. Da musst du wohl deine Apparatur wieder abbauen. Nee, das liegt. Ich nehme an, dass es nie an der Apparatur liegt. Das muss irgendwo ein anderes Problem sein. Huch. Du. Wir haben 1000. Das ist 3000 minus. 3000 minus. No? Klemm mal spaßeshalber deine Apparatur ab. Mach ich jetzt auch. Wie viel du dann wieder Plus hast. Hoppa. Wieso? Es kann aber nicht sein, dass es an der Apparatur liegt. Das funktioniert doch gar nicht. Ich habe die Speed-Updates drin. Die Speed-Updates bedeutet, die arbeiten schneller, verbrauchen aber mehr Strom. Richtig. Richtig. Dann habe ich aber noch die Energy-Updates drin. Ja, dann bist du ungefähr wieder bei plus minus null. Also die, glaube ich, ne? Ist ein Energy-Update auch gleichzeitig ein Speed-Update? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, die Energy minimieren das zwar, aber nicht komplett. Da muss ich jetzt nachgucken. Tut mir leid, Leute. Es tut mir sorry. Teschlet will ja nicht nachgucken, ne? Nö. Weil der Lappen ja bloß streamt. Nö.
schnell nachgucken hier. Oh, ein Lava-Creeper. Der war fies. Mechanismen. Sogar relativ aktuell. Oh, Wither Seed. Gut, mal kurz was testen. Ein Flux und. Oh, geil, ein Cake Creeper. Oh, ein Kacke Creeper. So, der Flux Creeper, das ist mir jetzt eigentlich egal. Ist ein Elektro-Creeper? Das ist direkt ein Kuchen. Müssen wir aber aufpassen, ne? Nicht, dass wir zu viele Flux-Creeper in die Luft jagen. Was machen denn Flux-Creeper? Wir haben hier Mistcraft drauf. Ne, Mistcraft nie. Das mit dem Flux-Gelumbe. Flux. Ich weiß jetzt verschreckt nicht mehr, wie das mal heißt. Magical Craft mit den Bäumen. Ja. Den mit haben wir da drauf. Ja. No? So, und die Flux Creeper erhöhen den Flux. Also. The Wisps und sowas oder? No. Also. Ja. Nee, also das, was ich hier lese, ne? Also zwei Speed-Updates ist gleich ein Energy-Update. Funktioniert nicht. Wir haben trotzdem einen Auslauf von 3700. Ja, zwei Speed ist für, also ein Energy. Ein Energy ist für zwei Speeds. Hä? Ein Energy für zwei? Nee, kann ja zwei nicht. Zweimal Speed-Update minus ein Energy-Update. Durch 8. Ich glaube mal, das Verhältnis zwischen Energy und Speed zu wissen, das wäre echt mal interessant. Utilities. Nee. Energy. Auch nee. Machines. Oh Gott. Ressourcen. Speed Update. Speed Update Mechanism, was haben wir da? Speed Boost. Der erhöht den Energieverbrauch, also ins erhöht den Energieverbrauch um 33%. This reduces a decrease of the number of ticks request of 25% per update and throughput increased by 33%. Warte mal, ich guck mal jetzt gerade was anderes nach, du. Official Mag. Da haben wir doch was. So, bei 8 verbraucht der 2800 Joules pro Tick. Okay. So, das sind Total Power Usage for each operation sind 73.000 Joule. Mechanism. Oh Gott, das ist wieder so eine lange Liste hier. Energy Upgrade. Guck mal, ich habe schon 9 Follower. Oh, GG.
Toll, beim Von 7 Energy. auf 9. Beim Energy Update steht überhaupt nicht da. Das ist mal wieder klasse. A mechanism machine upgrade to make a process item faster. Each mechanism machine can store 8 of these upgrades. Hint, upgrade your power setup before upgrading your machines. As the power usage per tick begins to escalate with every energy upgrade applied. Ich bin verwirrt. Ja, und ich erst. Ach so, der verwendet das ja pro Tick. Stimmt ja. Dass er 26 Ticks kriegt. Nee, warte mal. Geht ja auch nie. Ja, was denn? Bin ich denn dir noch online? Obwohl, kann irgendwie hinkommen, ne? Mal was. Da braucht rund eine Sekunde für ein Eisen. Auf Deutsch gesagt ist das ein Speed-Update, eine Relevanz von 769,2%. Ja klar, wir geben mehr aus, als dass wir reinkriegen, stimmt. Okay. Das ist ja schon mal doof. Da braucht mit 4 Speed-Updates braucht der 281 Joule pro Tick. Aber das wir nehmen noch ein paar Speed-Upgrades höchstens das, raus, das, ne? Das müssten wir aber trotzdem decken können. Wohlgemerkt, der macht 1350 RF pro Tick. Achso, ich wollte so oder so noch ein bisschen was am Reaktor bauen, habe ich ganz vergessen. Ich habe meine Wunschspitzhacke. Deine Hundspitzhacke? Meine Wunsch mit so. Silk Touch. Jetzt kann ich mir nicht das, die Curse Earth. Abbauen, weil ich habe Silk Touch. Dann Silk Touch immer. Ja. Ach so, ja, Spinnen können natürlich spawnen. Bam, 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 bam. Mach gleich einen Mob-Spawner. Ich mach mal gleich den Rage-Quitter. Ja, warte mal, ich hab da noch eine andere Idee. Und zwar gibt's ja diesen Big-Reaktor-Simulator. New Reaktor 5x5x5, das ist in Ordnung. So, mit der Konfiguration, wie ich den Reaktor fort, macht er 1855,37 RF pro Tick. Okay. Ja, wir könnten das natürlich noch ein bisschen verbessern, ne? Und zwar mit Liquid Ender. Ja, ja, klar, du kannst das auch mit Kryogen ein bisschen verbessern. Naja, aber gemerkt, mit bloß mit den Kohlenblöcken. Machen wir, was habe ich gesagt? 1800? Ja, 1800 hast du gesagt. 1800, mit Liquid Ender machen wir schon mittlerweile 2800. Und mit Kryogen? Warte mal kurz, ich muss mal kurz den ganzen Reaktor hier ausfüllen. Na komm, berechne mal schneller, du Arsch. Arsch. Wir brauchen 120 Liquid Ender. Meinst du das Jelly Chlorium? Ja. Ja, aber erstmal an das Zeug rankommen, ne? 3016. Ja. Ja, wie schon das gesagt, erstmal rankommen an das Zeug. Okay. Das ist nicht so einfach, wie du denkst. Nein? Nee. So. Okay. Da kannst du ja herstellen, ne? Mit. Wie heißt denn das jetzt so? Liquid. Liquid Transposer? Nee, Liquid Slime war das, was ich gerade gefunden habe. Achso. Oh, wie heißt denn der Mist, kleiner Mann? Ach,
Gelit. So, wir brauchen dafür dieses Bliss Powder. Das was, Powder? Bliss Powder. Ach so, ja, das ist ja...